Wir fangen pünktlich an, wie immer. Mein Name ist Roswitha Peintner. Ich bin Designerin, Designforscherin und Lektorin an verschiedenen Kunst- und Designuniversitäten, unter anderem an der Neue Designuniversität St. Pölten, wo wir uns ja jetzt ja virtuell befinden, im Studiengang Management by Design. Im Namen der Neuen Designuniversität, insbesondere des Studiengangs Management by Design, begrüße ich nun ganz herzlich alle Gäste und unseren heutigen Vortragenden Francis Müller. Hallo, Francis. Sehr herzlich bedanke ich mich auch beim Lunchtime Lecture Team für die Organisation. Kurz zur Einleitung. Die Einladung von Francis Müller zu diesem Vortrag ist seinem Buch mit dem Titel Design, Ethnographie, Methodologie und Praxisbeispiele geschuldet, das 2018 in der deutschsprachigen Ausgabe im Springer Verlag erschienen ist und das ich im Frühjahr 2020 mit großem Interesse gelesen habe. Noch im Prozess des Lesens hatte ich mit ihm per E-Mail Kontakt aufgenommen, um manche Punkte weiter zu diskutieren, was wir dann auch ansatzweise online gemacht haben. Auch in meinen Lehrveranstaltungen qualitative Methodik, Participatory Design und Transformationsdesign arbeite ich immer wieder mit dem eben genannten Buch. Ich freue mich also sehr, dass Christoph Wächter und Beate Ziesinger meinem Vorschlag nachgekommen sind, Francis Müller für die Lunchtime Lecture einzuladen. Was mich an seinem Ansatz besonders interessiert, ist, dass er als Kultur- und Religionssoziologe mit Blick auf die jeweiligen Methoden fragt, was denn das genuine Design wissenschaftliche bzw. sozialwissenschaftliche ist. Dieser Blick ermöglicht es, sowohl die Grenzen der jeweiligen Zugänge und Methoden als auch die Möglichkeiten der Zusammenarbeit sichtbar zu machen. Und das haben wir dann im Gespräch auch festgestellt, hat besondere Bedeutung auch, die Zusammenarbeit und nicht nur die Grenzen. Zu oft passiert es, dass nicht reflektiert wird, dass Methoden disziplinenspezifische Wege sind, die diesen Zweck erfüllen, jenes Wissen zu generieren, nachdem die jeweilige Disziplin fragt, wie auch, dass Methoden im interdisziplinären Kontext, das heißt für die Anwendung in einer anderen Disziplin, adaptiert werden müssen und dass sie in unterschiedlichen Disziplinen eingebettet in einem jeweils spezifischen Methodenkanon auch unterschiedliche Relevanz haben. Nun, bevor ich das Wort an Francis übergebe, darf ich ihn noch kurz vorstellen. Francis Müller ist promovierter Kultur- und Religionssoziologe. Er unterrichtet in der Fachrichtung Trends and Identity, auf die du ja dann eh kommen wirst, denke ich, das ist sehr interessant, auch an der Zürcher Hochschule der Künste, wo er Lehrveranstaltungen zur Theorie der Identität abhält und die forschungsorientierten Masterarbeiten betreut. Durch seine langjährige Tätigkeit im Design Department der Zürcher Hochschule der Künste hat er viele designspezifische Denkweisen in seine Gedankenwelt aufgenommen. Francis Müller hat auch Lehraufträge an Universitäten in St. Gallen, Mexiko-Stadt und Valparaíso, Chile. Er hielt Vorträge in den USA, in Chicago, Seattle, in Tijuana im Nordwesten von Mexiko, in Kyoto, Japan, wie auch in Berlin und einige mehr. Er ist Autor und Mitherausgeber mehrerer Publikationen. Zuletzt erschien die schon erwähnte Monographie Design, Ethnographie, Methodologie und Praxisbeispiele in der deutschen und nun auch in der englischen Ausgabe. Francis Müller forschte zu kreativen Praktiken von Menschen mit Behinderung in Angola, zu Events und sozialer Exklusion in Zürich und zur Kommunikation Jugendlicher und junger Erwachsener über psychische Leiden in digitalen Sphären. Aktuell erforscht er im vom Schweizerischen Nationalfonds geförderten Projekt Sterbesettings die Einflüsse der Säkularisierung und einer zunehmend individualisierten Religiosität in der Palliativcare und in Hospizen. Francis Müller wird heute zum Thema Design, Ethnographie, Explorationen in Lebenswelten sprechen. Die Ethnographie ist, wie er sagt,
eine sehr breite Disziplin, die wesentlich im Umfeld der Sozialanthropologie und der Stadtsoziologie, also der Chicago School, als akademische Methode eingeführt wurde. Gerade aufgrund ihrer Offenheit ist die Ethnographie fürs Design eine sehr fruchtbare und inspirierende Methode. Ethnographie im Design-Kontext bedeutet, die eigene selbstreferenzielle Komfortzone zu verlassen und sich explorativ in andere Alltags- und Lebenswelten zu begeben, dort mit verschiedenen Methoden bestimmte Wirklichkeitsausschnitte zu erforschen und zu analysieren. Wesentlich dabei ist, dass Bedeutungen von Dingen in diesen Alltags- und Lebenswelten, die nicht inhärent sind, was man ja oft vergisst, sondern dass sie in den verschiedenen Lebenswelten intersubjektiv gemacht, also kulturell produziert werden. Die Designethnographie untersucht und verändert diese Bedeutungen, etwa durch Designinterventionen. Dabei werden designspezifische Erkenntnismodi sichtbar. Nur noch ein paar organisatorische Details. Der Vortrag wird etwa 40 Minuten dauern. Wir freuen uns auf Ihre Fragen. Wie immer gibt es die Möglichkeit, die Fragen schon während des Vortrages in den Chat zu stellen. Ich werde diese nach dem Vortrag vorlesen bzw. moderieren. Ein wichtiger rechtlicher Hinweis noch. Ich möchte daran erinnern, dass die Lecture aufgezeichnet wird. Bitte schalten Sie Ihre Kameras und Mikrofone jetzt aus, damit der Vortrag nicht durch eventuelle Nebengeräusche gestört wird. Nun übergebe ich an unseren Gast Francis Müller und wünsche allen einen spannenden Vortrag. Gut, herzlichen Dank für die Einlassung und die Einführung, Rosita. Ich werde eben heute kurz einen Input vermitteln zu Designethnographie und da auch Gemeinsamkeiten und ja, Schnittstellen, aber auch Differenzen zur Ethnographie in den sozialen Wissenschaften betonen und herausarbeiten. Und dabei werde ich immer auch spezifisch auf die Designperspektive eingehen und vielleicht noch genau, also Rosita hat mich schon vorgestellt, ich bin eigentlich Kultur- und Religionssoziologe und bin in der Fachrichtung Trends and Identity tätig auf BA und MA-Ebene, wo ich unter anderem Ethnographie, Soziologie der Identität und so weiter vermittle und die forschungsorientierten Masterarbeiten betreue. Um zu sagen, Trends Identity bewegt sich so im Spannungsfeld von ja, wir beschäftigen uns mit Alltagskulturen, mit Alltagswelten, mit alltagsweltlichen Kontexten, auch mit Zukünften und so weiter. Und Ethnographie ist eine sehr zentrale Methode für uns, wobei ich auch sagen muss, dass ich den Ethnographie-Begriff sehr weit fasse, vielleicht eher in der amerikanischen Tradition, weil ich Ethnographie quasi ein Synonym ist für qualitative Methoden. Genau. Ja, beginnen wir doch mal beim Design, oder? Also hier haben wir Bruno Latour, der sagt, Design heißt immer Redesign, oder? Es ist immer etwas da, auf das man sich bezieht, eine Gegebenheit, ein Sachverhalt, ein Problem. Das heißt, Design hat immer eine bestehende Referenz. Es bezieht sich auf etwas, von dem es abweicht. Das heißt, es ist insofern eigentlich kann man sagen, eine heretische Disziplin, also Häresie im Sinn von Abweichung von etwas Bestehendem. Und es hat auch letztlich, ordnet sich auch ja, in eine Tradition auf, von der man sagen kann, dass sie das Neue eben aufwertet. Oder man sieht das auch sehr deutlich bei der Mode, bei den Wissenschaften, bei der Kunst, also quasi, oder was, wo immer wieder mit der Unterscheidung von alt und neu operiert wird, oder? Genau, und Tradition ist natürlich ein wichtiger Referenzpunkt im Design, aber letztlich geht es immer um den Wandel. Also Design, kann man sagen, ist eine Disziplin des Wandels, wie das die Anthropologin Lucy Sutchman sagt, oder? Also es hat immer Referenzpunkte, oder? Und damit ist auch gesagt, oder, es bezieht sich auf etwas, oder? Und über dieses Etwas müssen Designer und Designerinnen eben auch etwas erfahren, oder? Also Design erfordert und erzeugt Wissen, oder? Und genau, jetzt lautet die Frage, oder, ja, Design ethnografisch, wie
eignet man sich solches Wissen an? Und zuerst kann man sich mal vorstellen, also sagen, festhalten, oder Claudia Marais, die ja kürzlich, wie ich gesehen habe, auch bei Lunch Lectures hier war, oder die Design eben als Wissenskultur bezeichnet. Jetzt vielleicht mal generell, oder was verstehen wir unter Wissen? Oder wir können mal sagen, es gibt grundsätzlich zwei Typen von Wissen. Das eine ist explizites Wissen, oder das heißt bereits artikuliertes, verschriftlichtes Wissen oder bereits reflektiertes Wissen. Also worüber wir jetzt sprechen, das ist alles explizit, oder? Das heißt, das ist irgendwie, wir können darüber mündlich kommunizieren, wir können darüber in Büchern lesen und so weiter. Und dann gibt es ein implizites Wissen, oder? Dass wir uns in Sozialisationsprozessen angeeignet haben, dass wir eigentlich internalisiert haben, dass wir inkorporiert haben. Man kann sagen, das ist ein Praxiswissen, wie das Daniel schön sagt, oder? Oder auch Teil eines Habitus, oder wie das Pierre Bourdieu sagen würde, also einer sozialen Identität, die eben übergeht in Körper, oder? Und in die Art und Weise, was wir sind und wie wir die Welt deuten und wahrnehmen, oder? Das kann auch sehr trivial sein, oder? Also das können Dinge sein wie Schuhe binden, oder? Wir alle wissen, wie man Schuhe bindet, oder? Aber eigentlich, wir können es nicht artikulieren. Das heißt, insofern kann man auch sagen, oder? Menschen wissen mehr, als sie sagen können, oder? Was dann wiederum so, ja, jetzt auf Methodenebene dann auf die Grenzen des Interviews verweist, genau. Und hier jetzt das Beispiel, oder weshalb ich das hier gewählt habe, oder das ist ein Migros-Supermarkt, also eine Supermarktkette aus der Schweiz, oder eigentlich ein hochkomplexes Setting, oder? Aber wir nehmen diese Komplexität eigentlich alltagsweltlich nicht an, weil wir das Skript kennen, weil wir wissen, oder wir erlernt haben, was das ist. Wir kennen dieses Setting, oder wir gehen quasi als Wissende hier hinein mit einem intentionalen, gesteuerten Blick und kaufen die Produkte, die wir suchen, oder? Und blenden eigentlich total viel Komplexität aus und verstehen auch vieles gar nicht. Also wir müssen nicht die Logistik verstehen, die dahinter steht, die Monetarisierung der Wirtschaft, die ganze ökonomischen Zusammenhänge, die Logistik und so weiter, sondern wir bewegen uns nur im Setting und handeln adäquat, weil wir das entsprechende Praxiswissen eben auch haben, oder? Das heißt, ja, wir haben eigentlich einen blinden Fleck, oder? Wir sehen die Konstruktion nicht, wir sehen das Gemachte nicht, weil wir uns eben weil unsere Intentionalität uns eigentlich leitet, oder? Also stellen Sie sich mal vor, man würde jetzt einen Menschen aus der Renaissance via Zeitmaschine in so ein Setting beamen, oder? Dann würde diese Person das nicht dekodieren können. Sie würde das nicht kennen, sie sehe keinen Supermarkt, sondern sie sehe ein buntes Durcheinander von seltsamen Farben und Dingen und Lichtern und Geräuschen und so weiter, oder? Und ethnografisch kann man sagen, oder ist eigentlich so diese fremde Blick, oder ist eigentlich das genau, was wir suchen, oder wir suchen eigentlich diese Vertrautheit irgendwie abzulegen, oder und das Fremde im Vertrauten zu suchen, oder? Und die Frage lautet natürlich, wie das geht, oder? Und sicher kann man sagen, eine Methode ist schon mal die Störung, oder? Störung kann heißen, dass das System sich ändert, oder? Durch eine Intervention, oder? Also jetzt vorher die Zahlsituation, oder? Solange ich an der Kasse zahlen kann, oder? Kann ich quasi routiniert, automatisiert handeln und brauche diese Kaufhandlung in dem Moment nicht zu reflektieren, oder? Aber wenn das System, also der Supermarkt, mich zwingt, oder? Jetzt via Scanner, Selbstscanning oder irgend so etwas zu zahlen, oder? Ab dem Moment, wo ich gezwungen bin, muss ich den sonst in die Alltagswelt eingebetteten Kaufakt, oder der gänzlich normal ist, muss ich dann eben reflektieren und gewinne damit eine Distanz dazu und hinterfrage das Alltägliche, oder? Und das kann man sagen, ist ja dann eigentlich das, was Design tut, oder? Indem es eben stört, indem es eben so die Grammatik der Alltagswelt aufbricht und irritiert, oder? Und das hat eben auch epistemische Qualitäten, oder wie das Rosita schon gesagt hat, oder
in dem, ja, dass das Aufbrechen der Norm eben zeigt, wo die Norm ist, oder? Genau. Jetzt kann man sagen, oder das Ganze ist, oder wir reden hier eigentlich von Lebenswelten, oder dieser Begriff, der wurde von Philosophen Edmund Husserl in die systematische Philosophie eingeführt, oder? Und Husserl kritisierte damit die Dominanz des Positivismus im 19. und 20. Jahrhundert, also diese sehr starken Glauben an Naturwissenschaften, oder unter anderem vertreten durch Auguste Comte oder Adolphe Götele, oder wo eigentlich besonders die Physik so die Meta-Wissenschaft war und man eigentlich glaubte, die Welt physikalisch erklären zu können, oder? Es gab so im 19. Jahrhundert wirklich eine ganz große, starke Dominanz der Physik, und Husserl hat das dann kritisiert, indem er sagte, das, was für uns Menschen eben real ist, hat nichts mit irgendwelchen physikalischen Formeln oder mathematischen Konstrukten zu tun, sondern eigentlich mit Situationen, in denen wir uns leiblich befinden, oder? Und damit meint er eigentlich die Lebenswelt, oder? Dieser Begriff, oder, das war eine starke Setzung, oder? In der phänomenologischen Philosophie, und das wurde dann weitergeführt via Heidegger und floss in den französischen Existenzialismus ein. Und zugleich verzweigte sich das dann auch in die Soziologie via Alfred Schütz und so weiter, wo dann ja Peter Berger, Thomas Luckmann, Anne Hohner und so weiter, wo dann der Lebenswelt einfach, ja, wie es Anne Hohner hier sagt, oder? Eine kleine soziale Lebenswelt, oder meint ein in sich strukturiertes Fragment der Lebenswelt, innerhalb dessen Erfahrung in Relation zu einem speziellen, verbindlich hergestellten, intersubjektiven Wissensvorrat statthaben. Oder? Und eine kleine soziale Lebenswelt impliziert eben, dass es mehrere gibt, oder? Also damit sagt Anne Hohner, oder, wir bewegen uns in modernen Gesellschaften in einem Universum von verschiedenen kleinen Lebenswelten, und wir verstehen immer die jeweilige Grammatik, oder? Also wir verhalten uns immer adäquat, oder? Wir verhalten uns in einem Supermarkt anders als in einer Lehrveranstaltung, oder? Und in einer Lehrveranstaltung anders, wenn die in einem Hörsaal vor Ort stattfindet, als jetzt digital. Wir verhalten uns je nach in der Freizeit, oder? Ob wir jetzt unsere Freizeit Salsa tanzen oder in einem Boxgym verbringen, oder? Beides, überall gibt es ein bestimmtes Wissen, gibt es bestimmte Begriffe, gibt es eine bestimmte Art und Weise, eine Kultur, wie man sich bewegt, wie man sich verhält, wie man sich spricht und so weiter. Oder? Und wir verstehen das, oder? Also Irving Goffman, der Soziologe, würde so von Rahmen sprechen, oder? Wir wissen eigentlich aufgrund bestimmten Rahmungen, wie wir uns in bestimmten Situationen zu verhalten haben, oder? Deshalb sagt Goffman, es geht eben nicht um Menschen und ihre Situation, sondern um Situation und ihre Menschen. Also quasi die Situation, der Rahmen formt den Menschen, oder? Also wir passen uns auch immer an, was natürlich bedeutet, dass unsere Identität eben auch hybride ist und stets sich einem gegenüber oder einem generalized order, wie George Herbert Mead sagen würde, anpasst, oder? Diese Lebenswelt oder Alltagswelt, wie wir es dann auch nennen, da kann man sagen, darin gibt es eigentlich keine brute Facts, sondern nur Bedeutungen, oder? Also eigentlich ist alles interpretativ, was wir wahrnehmen, oder? Also brute Facts insofern sind in gewisser Hinsicht auch interpretiert, also es basieren auch auf Interpretation, oder? Wir könnten es auch sagen, ja, wir sind in einer Pandemie und das sehen aber offensichtlich dann ja wieder auch nicht alle Leute so. Also da gibt es offensichtlich auch wieder Gegenmeinungen, die das vehement dementieren oder anders sehen. Also es ist offensichtlich alles diskursiv, interpretativ hergeleitet, oder? Da schließt sich Anne Hohner vielleicht auch stark den
Prämissen des symbolischen Interaktionismus, einer in den USA entstandenen mikrosoziologische Linie an, die eben sagt, dass die Bedeutung von Dingen diesen nicht inhärent ist, sondern dass sie immer wieder aktiv zugeschrieben und verändert wird. Und hier wäre so ein Beispiel, oder? Ich meine, das ist jetzt hier ein Foto, das habe ich mal gemacht in Xochimilco, südlich von Mexiko-Stadt, am Dia de los Muertos, also am Tag der Toten, oder? Und das ist jetzt ein Schrein für ein Verstorbener, oder? Und man kann sagen, oder die Brütfacts wären einfach mal die Dinge, die da sind, oder? Aber die sagen ja grundsätzlich mal eigentlich nichts aus, oder? Sondern erst ihre Gesamtheit, oder? Und die Gesamtheit ist eben mehr als die Summe ihrer Teile plus ein bestimmtes kulturelles Wissen, oder? Und so weiter, verleiht diesem Setting eine Bedeutung, oder? Und man kann sagen, die Bedeutung hier besteht jetzt eigentlich darin, mit diesen symbolischen und kulturellen Ressourcen auch auf Abwesendes und Jenseitiges, oder in dem Falle auf einen verstorbenen Menschen zu verweisen. Und dieser in dem Moment, also dann wieder eingebettet auch durch rituelle Kontexte, die damit spielen, der Erfahrung und der Erinnerung wieder zugänglich zu machen, oder? Also man kann sagen, da wird quasi mit bestimmten Ressourcen, kulturellen und symbolischen Ressourcen, wird ein Bezug zur Transzendenz hergestellt und Transzendenz wird in gewisser Hinsicht auch materialisiert oder immanent gemacht, oder wie das Niklas Luhmann sagt, was natürlich eine Paradoxie in sich selbst ist, oder? Ja, und ethnografisch an dem Beispiel könnte man sagen, oder lautet dann eben die Herausforderung zu deuten, wie das zu verstehen ist, oder? Genau. Und das sieht man ja, ist nicht dem Objekt alleine ablesbar, sondern das sind dann auch Handlungen, die eben rituelle Handlungen, die da drumherum stattfinden und so weiter und ein Insiderwissen etc. Genau, in ähnliche Richtung kann man sagen, oder was Anselm Strauss, ein Vertreter des symbolischen Interaktionismus und Begründer der Grounded Theory, sagt, oder ein Objekt, das wie eine Orange aussieht und das in der Tat eine Orange ist, kann Mitglied einer unbegrenzten Anzahl anderer Klassen sein, oder? Also die Früchte, die vorher da auf dem Totenschrein lagen, oder, sind etwas anderes als die Früchte, die im Supermarkt liegen, und sie sind nochmals etwas anderes, als wenn sie im Biologieunterricht irgendwie zerschnitten und genau betrachtet werden, oder? Also auch hier wieder, die Identität ist dem Ding nicht inhärent, sondern sie wird aktiv zugeschrieben, oder? Das sieht man auch hier, oder? Das ist ein Beispiel, ein Künstler, den wir Bittenstetter und ich im Jahr 2013, als wir eben in Angola diese Feldforschungen über Menschen mit Behinderungen machten, kennenlernten, oder? Der diesen Kamm, diesen gelben Kamm im Haar trug, oder? Ein Kamm, kann man sagen, ist normalerweise ein Objekt, das ganz in seiner Funktion aufgeht, oder? Und hier wird das Ganze umgeschrieben. Also wir haben ihn gefragt, weshalb er diesen Kamm trägt, und er hat gesagt, das sei ein subversives Symbol und damit ein politisches Statement gegen die sozialpolitischen Schieflagen, die in Angola eben bestanden, damals unter der damaligen Regierung und natürlich heute immer noch bestehen. Oder? Und auch hier wieder, oder? Das ist aufgrund rein der Beobachtung sieht man das nicht, oder? Also es ist ein Insiderwissen, das man so abholen muss, oder? Ja, hier ein wunderbares Zitat von Mary Douglas, oder? Das ist natürlich jetzt gerade für uns in Trans Identity einfach ja, so quasi über allem steht, was wir eigentlich tun. Also es gibt nichts im großen Fundus der Bekleidung, Nahrung und andere Dinge des praktischen Gebrauchs, das wir nicht als wirkungsvolles Requisit einsetzen, um unser Verständnis von der eigenen Rolle, von dem Stück, in dem wir spielen, wirkungsvoll zur Geltung zu bringen. Alles, was wir tun, hat eine Bedeutung. Nichts ist ohne bewussten symbolischen Gehalt. Genau. Jetzt, oder, das Ganze erzeugt ja blinde Flecken. Jetzt, wie schon gesagt, das Supermarktbeispiel zeigt das sehr deutlich, oder? Also, oder weil wir eben alles, weil wir das Wissen, viel Wissen internalisiert haben, oder?
hinterfragen wir die Dinge eben nicht, sondern wir klassifizieren gleich, oder was Manfred Luger hier eben als vorschnelle Sinneinbettung nennt, oder? Und er dafür plädiert, das Bekannte oder Alltägliche methodisch in den Zustand des Unvertrauten, Außeralltäglichen zu überführen, indem man es dekomponiert, als Neues behandelt und nach neuen Sinnzusammenhängen sucht, oder? Ich meine, das ist ein Statement eines Soziologen, aber das sehen Sie schon sehr deutlich, oder? Also dieses Suchen nach neuen Sinnzusammenhängen, oder? Das geht ja schon total in das, was eigentlich Design tut, oder? Also die Dinge auseinanderzunehmen oder zu analysieren, zu zerlegen, die Einzelteile zu betrachten, jetzt nicht im strengen naturwissenschaftlichen Sinne, sondern spielerisch und explorativ und zu fragen, was könnte das sonst sein, oder? Genau. Das heißt, hier kann man sagen, oder steht dann auch methodisch die Herausforderung darin, ja, uns eben von vertrauten Situationen zu entfremden und Perspektiven zu multiplizieren und diese Vertrautheit des Alltags eben aufzubrechen. Und dann natürlich auch wieder die Frage, ja, wie tun wir das? Also wie legen wir diese blinden Flecken, wie überwinden wir diese blinden Flecken? Und was tun wir, um die Dinge nochmals anders zu sehen? Oder? Und zum blinden Fleck hier ein wunderbares Zitat von den chilenischen Erkenntnistheoretikern Maturana und Varela. Also wir sehen nicht, dass wir nicht sehen. Oder? Sie kommen aus der Biologie und gehen da eigentlich von einer biologischen Tatsache aus, dass unser Blick immer intentional ist und dass, wenn wir etwas anschauen, zugleich auch etwas verdunkelt, weil ein Rundumblick einfach nicht möglich ist, oder? Aber das lässt sich diese ja, radikal-konstruktivistische Ansatz aus Chile lässt sich nämlich sehr gut auf sozial-konstruktivistische Position in der Soziologie übertragen, oder? Genau. Jetzt hier vielleicht ganz kurz noch ein Beispiel, oder wie man das überwinden kann. Da gibt es ein tolles Buch von Georges Perec, einem Ulipo-Autor, also diese Bewegung in den 60er Jahren in Frankreich für experimentelle Literatur, Versuch, einen Platz in Paris zu erfassen, wo er sich 3 Tage an die Place Saint-Sulpice im 6. Arrondissement sitzt und einfach die Dinge aufschreibt, die er sieht, oder? Und da entstehen dann einfach solche Einträge, also er inventarisiert einfach die Realität, die ihn umgibt, er schreibt einfach aus und er vervollständigt nichts, das heißt, er sieht nur die einzelnen Zeichen und Dinge, oder? Und alltagsweltlich würden wir das ja immer interpretieren und quasi ein Skript, eine Geschichte daraus machen, oder? Oder wir würden es eben gar nicht sehen, oder? Das heißt, er übt hier so etwas wie einen fremden Blick ein, oder? Und das ganze Buch ist dann so in dieser Art und Weise geschrieben, also sehr experimentell und ethnografisch natürlich sehr interessant. Aber ich sehe, die Zeit rennt, ich muss ein bisschen eilen, bin ich beeilen. Genau, jetzt das führt zur Frage, oder Methodologie, also was bedeutet das, oder? Da möchte ich jetzt relativ kurz durchgehen, also Induktion, ein Verfahren aus den Naturwissenschaften, eine singuläre Beobachtung, eine singuläre Erkenntnis wird generalisiert. Ich gehe an den Zürichsee, sehe weiße Schwäne und generalisiere, dass alle Schwäne weiß sind. Wenn ich diese Schwan-Hypothese, das Beispiel stammte von Karl Popper, oder dann aufstelle und sage, alle Schwäne sind weiß, oder? Dann ist die nach Popper eben so lange nur provisorisch gültig, nämlich nur bis dann, bis eben ein brauner oder grauer Schwan aufgetaucht ist, oder? Daraus kann man sagen, aber es ist sehr naturwissenschaftlich, oder? Also wissenschaftliche Theorien können eben nicht verifiziert, sondern nur falsifiziert werden, oder? Das heißt, also die Falsifikationstheorie von Popper. Das heißt, die sind nur provisorisch gültig, oder? Im Gegensatz jetzt zu religiösen Wahrheiten, in Anführungszeichen, die eben ewig, in Anführungszeichen, gültig sind, oder? Genau, diese beiden Ansätze sind für uns weniger interessant. Im Design ist die Abduktion interessant, oder? Das geht auf Charles Sanders Peirce zurück. Und er meinte damit eigentlich einen geisteswissenschaftlichen Ansatz, wie man eben zu Neuem, ja, wie man Neues entdeckt, also nicht durch
Verifikation oder Falsifikation oder strenge hypothesegeleitete Experimente, sondern indem man sich in einen Lernprozess begibt, indem man eben Neues erfährt und neue Erfahrungen macht. Oder? Also das spielt dann auch so Serendipität. Ich weiß nicht, ob Sie mit dem Begriff vertraut sind, oder spielt damit, also Serendipity im Sinne von man entdeckt oder stößt bei der Recherche auf Dinge, die man eigentlich gar nicht gesucht hat, oder? Genau, das ist dann, so kann man sagen, ja, etwas, was sich jenseits vom Objektivitätsethos der Naturwissenschaften befindet, oder? Und wir vertreten auch ganz klar den Ansatz, dass die Designrecherche eigentlich nicht das Wahrheitsethos der strengen Naturwissenschaften imitieren muss, sondern sich eher an eben so Konzepten wie Serendipität oder eben Abduktion und so weiter, oder vielleicht auch, wie die Grounded Theory sagen würde, sensibilisierende Konzepte orientieren sollte. Genau, dann hier ein weiteres Zitat von Bruno Latour: Science is certainty, research is uncertainty. Science is supposed to be cold, straight and detached. Research is warm, involving and risky. Also er operiert hier mit Science and Research, oder? Recherche, das wäre wieder sehr stark, was er hier als Recherche bezeichnet, wieder sehr stark mit Abduktion auch verbunden. Also man begibt sich auch in etwas Ungewisses. Recherche meint auch hier natürlich ganz klar so etwas wie Ethnographie. Ja, genau. Und Recherche, also wiederfinden, man kann es auch sagen, oder kann man dich auch sehr gut auf explizites Wissen, also quasi auf Bibliotheks-Literaturrecherche beziehen. Aber das ist nicht damit gemeint jetzt primär, sondern es geht eher darum, also um eben Alltagswissen, oder? Das quasi in Situationen eingebaut ist, in denen Menschen einfach handeln, das eben sichtbar zu machen und zu recherchieren, wiederzufinden und durch die Explizitmachung dem auch eine neue Stellung zu geben, oder? Und das in ein neues Licht zu setzen. Und das ist fürs Design natürlich etwas enorm Wichtiges, oder? Nun möchte ich noch ganz kurz etwas zu den verschiedenen Methoden sagen. Also, wir haben klassische Methoden, Ethnographie, Beobachtung, das kann sein aktiv, teilnehmend, passiv, offen, verdeckt und so in allen Variationen. Man kann sagen, so aktiv, teilnehmend ist eigentlich so der klassische Fall, genau, wobei diese aktive Teilnahme dann natürlich immer auch eine Störung ist oder zumindest anfangs das Forschungsprojekt, weil das bedeutet ja, also wenn es dann noch offen ist, dann bedeutet es ja, dass man die Identität des Forschers oder der Forscherin eben offenlegt und damit die Situation natürlich auch verändert, oder? Ob man dann verdeckt forscht und so weiter, ist wieder eine ethische Frage, zum Teil auch eine Frage. Es gibt auch Situationen, in denen man nur verdeckt forschen kann und so weiter. Also das ist sicher mal eine ganz komplexe Geschichte mit diesen verschiedenen Zugängen. Da brauchen wir aber nicht weiter einzugehen im Moment gerade. Genau, dann gibt es oder explorative ethnografische Interviews. Teils ist auch die Rede von Gesprächen, oder weil diese informeller sind, oder? Und dadurch auch natürlicher, oder? Also man spricht auch von natürlichen, künstlichen Situationen, oder? Also das Interview jetzt in einem Laborsituation, oder? Wenn Sie jetzt jemanden an die Universität holen und dort ein Interview durchführen, ist das eine hochgradig künstliche Situation. Und wenn Sie mit dieser selben Person jetzt zum Beispiel sich beim Kochen über ihre Kochpraktiken unterhalten, oder? Dann ist es eine viel natürlichere Situation, oder? In unserem Sinne ist es immer gut, die Gespräche eben eher natürlich zu führen, oder? Und möglichst auch in der entsprechenden Lebenswelt, weil man dann eben auch Bezüge zu den Dingen, die dort vorhanden sind, herstellen sind. Da gibt es dann auch so entsprechende methodische Ansätze. Maggie Kusenbach mit Going Alone oder Sarah Pink mit Walking with Video, die dann eben mit Leuten, sie hat das mit Leuten mit Gartenhobbys gemacht, oder indem sie eben so sich diese Gartenwelten so erläutern ließ.
Genau, dann gibt es die Netnographie, wo man sagen kann, das Ganze wird eigentlich aufs Digitale übertragen oder ausgehend von der Annahme eigentlich, dass im Digitalen auch neue Kulturen entstehen, also dass nicht nur Communities online gehen, sondern dass eben auch Online-Communities entstehen, also Online-Gemeinschaften, die es ohne das Digitale eigentlich gar nicht geben würde, oder so wie dieses Forschungsprojekt, das Rosita erwähnt hat, das wir da machten über Jugendliche und Junge, also über Adoleszente, die auf Instagram und so weiter über psychische Leiden, über Borderline-Erkrankungen und Depressionen kommunizieren, oder, und sich eigentlich in der realen Welt gar nicht kennen, oder, aber im Digitalen entsteht so etwas wie ein kommunikatives Paralleluniversum, in dem dann eigentlich ja, über subjektive Befindlichkeit, über Emotion verhandelt wird und das zugleich dann wieder auch digital objektiviert wird, oder? Es wird dann materialisiert, oder? Es zeigt sich ja dann in bestimmten Begriffen, in bestimmten Symbolen, in bestimmten Bildern, in bestimmten Art der Selfies und so weiter. Und das kann man sagen, ist dann auch wieder so ein Universum, das man dann eben auch wiederum ethnografisch dekodieren kann. Dann natürlich die ganze visuelle Ethnographie, das ist ein großes Thema. Sarah Pink hat da ein wunderbares Buch geschrieben, Doing Visual Ethnography. Da geht es dann auch stark um partizipative Methode, auch also partizipativ meint zum Beispiel Photo Voice, entwickelt von Caroline Wang, oder wo sie Frauen im ländlichen China Fotoapparate aushändigte, oder um Bilder zu machen, um so auf hygienische, medizinische Schieflagen in einem bestimmten ländlichen Gebiet in China aufmerksam zu machen, oder auch sowas wie Fotobefragung. Genau, wo dann eigentlich Interviews, Gespräche durch Fotos initiiert wurde. Also Sarah Pink hat sich intensiv in den 90er Jahren mit Cristina Sanchez, einer spanischen Stierkämpferin, beschäftigt und auch untersucht, wie stark das polarisiert, jetzt erstmal hinsichtlich Stierkampf und zweitens dann auch hinsichtlich Frau im Stierkampf, und hat dann so intensiv mit dieser Methode auch gearbeitet, indem sie eben so verschiedene Fokusgruppen Bilder von Cristina Sanchez im Stierkampf kommentieren ließ und so die diskutieren ließ. Und diese Fokusgruppen, das waren dann vielleicht so Stierkampfbefürworter, aber Gegner von Frauen, dann Befürworter von Stierkämpferinnen und dann natürlich auch Gegner und Gegnerinnen von Stierkampf allgemein. Genau. Dann Participatory Action Research, also genau partizipative Recherche, historisch eigentlich entstanden in den 70er Jahren in Skandinavien, auch später dann im wo es dann stark darum ging, also auch um Empowerment, nicht über, sondern mit Menschen gemeinsam zu forschen, also Menschen nicht als zu Forschungsobjekten zu degradieren. Und dann sicher ein ganz wichtiges Buch in dem Zusammenhang ist der Lucy Sutchman in den 80er Jahren, die für den Xerox Park in Kalifornien arbeitete und dort untersuchte, wie Kopiergeräte eben Arbeitssituationen veränderten. Also es war wieder quasi durch Störung, oder wurden so neue Geräte in Büros, in Offices platziert, und dann hat man gefilmt, wie die Menschen darauf reagieren, oder? Das waren auch die Workplace Studies, die sogenannten, die Lucy Sutchman so initiiert hat. Und genau, man kann eigentlich sagen, dass Design Anthropology, dieser Begriff, wesentlich auf sie zurückgeht. Also ich würde sagen, sie ist eine quasi der Urheberin dieses Konzeptes, weil sie eben damals auch, jetzt vielleicht eher Anthropologie mit Ingenieurwissenschaften verband, oder? Mhm. Jedenfalls ist es eine interessante Erkenntnis, indem sie eben sagt, sie kommt zum Fazit, dass die Menschen eben nicht an die Skripts der Ingenieure halten, sondern dass sie eben situativ handeln.
Genau, und hier natürlich noch eine Riesengeschichte, Sarah Pink doing sensory ethnography, also die ganze Frage der sinnlichen Ethnographie, Haptik, Duft, Schmecken, Berührung und so weiter. Oder? Das ist natürlich auch fürs Design enorm relevant. Jetzt sehe ich, dass die Zeit wirklich eilt und deshalb überspringe ich jetzt mal ein paar Folien und komme noch zu unserem Forschungsprojekt, wo ich gerne noch dazu etwas sagen wollte. Rosita hat das schon angesprochen, genau dieses Sterbesetting-Projekt, oder? Das ist ein gutes Beispiel auch für ein kollaboratives Projekt, in dem eben interdisziplinäre Perspektiven involviert sind, oder? Es geht darum, um die prämortale Lebensphase oder die Sterbephase, oder also quasi die Phase, nachdem ein Mensch eine unheilbare Diagnose erhalten hat von der Schulmedizin und damit eigentlich die Medizin nichts mehr für ihn oder sie tun kann, oder? Und diese Person dann der Tod sich in absehbarer Nähe des Todes befindet, oder? Und natürlich, da sind Institutionen wie Hospize, die eben so eine lange Geschichte haben, oder Palliative Care entstanden, oder? Wo man dann versucht, so den Menschen in diesen Situationen einfach ein möglichst würdiges und auch schmerzloses letzte Lebenstage zu ermöglichen, oder? Genau, Sterbesettings, also wir stehen damit dann eigentlich die Settings, die konstruierten Settings, die eben Räume sind, die Dinge sind, aber die auch eine bestimmte Art der Interaktion der Sprache und so weiter, ein soziales Handeln beinhalten. Wir untersuchten diese Settings aus vier Perspektiven, nämlich Sprache, Pflege, Religion und Design. Und Design ist nochmals unterteilt in Dinge, in Product Design und in Kommunikationsdesign. Kommunikationsdesign wäre dann so, wie kommunizieren die entsprechenden Institutionen. Und so, ich möchte jetzt etwas zu den Dingen noch sagen, weil das ist unsere Leiterin des Masterstudiengangs Transidentity, Bittenstädter, die diesen Bereich verantwortet, oder? Und sie untersucht quasi die Dingwelt am Lebensende. Also was sind da mal grundprinzipiell in solchen Situationen, jetzt in Palliative Care Situationen oder in Hospizen oder eben auch, je nachdem, auch zu Hause, es wird ja auch zu Hause gestorben, oder was sind da für Dinge präsent, also Tagebücher, Erinnerungsobjekte, medizinische Dinge, Kleidung, Glücksbringer, persönlich und so weiter, oder? Sie hat längere Zeit Feldforschung in einer Palliativstation betrieben und dort also auch gearbeitet, oder? Und zugleich hat sie eben auch so wieder geforscht, also mit auch so Cultural Probes, mit partizipativen Methoden, mit Einbezug von Gesundheitsfachpersonen und Angehörigen und natürlich auch Betroffenen, oder? Und so wurden dann auch Dinge gestaltet, oder? Und die werden dann auch getestet im Feld, oder? Dann stehen dann eben solche, das ist Teil so einer Ausstellung, oder? Und grundsätzlich stellt sie sich die Frage, oder, wieso die Dingwelt beim Sterben so arm ist, oder wenn jetzt zum Beispiel beim Lebensbeginn bei Babys riesige Produktwelten gibt, oder kann man sagen, in der Prämortalität gibt es eigentlich quasi nichts, oder dingmäßig, es gibt so die Schnabeltasten und so ein paar Objekte, oder, aber eigentlich ist es eine extrem materiell, eine extrem arme Welt, oder? Im Postmortalen, also danach, gibt es dann wieder sehr vieles. Denken Sie an die Vielzahl von Urnen, die es heute gibt, an Erinnerungsdiamanten, an bestimmte Kleidung, die man trägt und so weiter, an bestimmte sich wandelnde Bestattungsformen und so weiter. Eben, und hier sagt man eigentlich, oder besteht eigentlich in Sterbephasen, besteht so etwas wie ein Vakuum an Dingen, oder? Sie sagte kürzlich in einem Interview, für das Sterben selbst gibt es aber nichts Schönes oder Identitätsstiftendes. Unser gesamtes Leben ist auf Individualisierung getrimmt. Warum wird diese den Sterbenden entzogen? Oder?
Und das wäre jetzt vielleicht so mal ein Beispiel, so ein Objekt, das sie entwickelt hat, oder? Weil sie beobachtet jetzt eben durch Feldforschung, oder? Dass Sterbende ihre Dinge oft mal im Bett lagern, oder? Und das wird dann von den Pflegenden aufgeräumt, oder? Und die nehmen das dann je nachdem mit, oder? Und die Betroffenen schämen sich je nachdem wiederum danach zu fragen, weil es vielleicht irgendwie auch triviale Dinge sind, wie einfach ein Notizbuch oder ein Taschentuch oder irgend so etwas, also unwichtige Dinge, oder? Und das heißt, da kann man sagen, oder? An dem Beispiel zeigt sich, dass die Menschen eigentlich Autonomie verlieren, oder? Weil persönliche Dinge, das sagt ja dann auch wieder Irving Goffman, also der Soziologe, oder? Markieren ja auch unser Territorium des Selbst, oder? Und wenn man da quasi eingrifft, oder? Dann ist das eben auch ein Übergriff auf unsere Identität, oder? Und natürlich kann man hier zu Recht fragen, wieso müssen sterbende Menschen so etwas ausgesetzt werden, oder? Genau. Und das wäre dann, oder, so eine Lösung hier, also jetzt ein Behälter, den man dann irgendwie jetzt am Bett festmachen kann, wo man jetzt zum Beispiel persönliche Dinge eben reintut. Okay, jetzt komme ich wirklich zum Ende, ganz schnell. Okay, ganz kurz, oder? Also hier nochmal Maturana Varela sagen, jedes Tun ist Erkennen, jedes Erkennen ist Tun. Also quasi Erkennen ist nicht einfach passiv, oder? Wir beobachten die Welt nicht einfach vom Logenplatz aus, oder? Es gibt keine neutrale Position, von der man die Wirklichkeit beobachten kann. Wir sind immer involviert. Das hat auch das Beispiel von Berek mit seinem Pariser Platz gezeigt. Oder? Also wir sind auch immer verwoben in die Situation. Eine Beobachtung kann nicht neutral sein. Oder sie kann auch nicht objektiv sein. Sie kann nur objektiv sein hinsichtlich bestimmter Parameter, die man vorher definiert oder auch nachher. Oder? Also wir können sagen, in einem bestimmten Raum befindet sich eine bestimmte Anzahl Personen, das ist objektiv, oder? Das ist eine Tatsache, das lässt sich nicht leugnen, oder? Aber was das für Menschen sind und wie sie sich verhalten und so weiter und was sie sprechen und was sie denken und so weiter, da wird es unglaublich komplex und das lässt sich eben nicht mehr objektiv darstellen. Genau. Und zugleich kann man auch sagen, oder, also auch das Machen, also, oder, also das dass die Gestaltung, das Machen ist eben auch ein Erkennen, jedes Tun ist Erkennen. Also Gestaltung hat auch epistemische Qualitäten, oder? Was jetzt auch die Designintervention von Wittenstetter zeigen, oder? Auch die naturwissenschaftliche Forschung, übrigens mit dem Objektivitätsethos, ist ja auch gestaltet, oder? Denken Sie an ein Labor, denken Sie an ein Mikroskop, also die ganzen Artefakte, die dort einfach so selbstverständlich, mit großer Selbstverständlichkeit benutzt werden, sind ja alle gemacht, dort. Und in diesen Dingen ist, wie Ludwig Fleck sagt, schon ein bestimmtes Denken materialisiert. Also die sind auch nicht einfach voraussetzungslos, oder? Genau, dann. Methods are only a means, not an end. Also Methoden sind kein Selbstzweck, das ist wichtig, oder? Also wir wenden Methoden nicht an, um einfach etwas Gelerntes da jetzt irgendwie umzusetzen, sondern es geht darum, sie sind ein Mittel, um tatsächlich etwas über die Welt erfahren zu können. Also es sind keine starren Programme, die man einfach abarbeitet, oder? Genau. Und letzter Punkt dann von Paul Feierabend, also mit seinem Methodenanarchismus, oder? Also eben auch hier wieder, Methoden müssen nicht einfach dogmatisch durchgeführt werden, sondern sie können variiert werden, oder? Besonders im Design, das eben eine Disziplin des Wandels ist, wie Lucy Sargeman sagt. Genau, und wir können mit Methoden experimentieren, wir können sie erweitern, wir können sie transzendieren. In gewisser Hinsicht kann man sagen, anything goes, aber natürlich immer reflektiert, oder? Das ist dann auch bei uns, bei Transidentity, die große Herausforderung, oder? Also die Studierenden müssen die immer erklären können, also warum sie das etwas tun, oder? Und das ist dann natürlich gerade in der Ethnographie oder allgemein einfach in der qualitativen Forschung eben viel anspruchsvoller, als wenn man es einfach wie in der quantitativen Forschung irgendwelche Daten erhebt und mit Excel und in SPSS Auswertungstool
wirft und dann irgendwelche Kuchen oder sonstige Diagramme erhält und damit so etwas wie einfach ja, Wissenschaftlichkeit erzeugt hat. Oder? Im Ethnographischen bedeutet das eben ja, ein intersubjektiv machen oder ein intersubjektives Vermitteln und ein transparent machen von allem, und zwar wie man es macht und warum und was man damit erreicht hat und so weiter. Und das ist sehr anspruchsvoll und es ist inspirierend, aber auch explorativer. Und jetzt bin ich am Ende. So, vielen Dank, Francis. Ich hätte auch noch sehr lange zuhören können. Ich bedanke mich jetzt erstmal für den interessanten Vortrag und werde gleich auch noch einen zweiten Dank anhängen aus dem Chat. Karin Kaiser, wo ich Namen sehe, nehme ich die mit. Sehr schön, da wird etwas zum ersten Mal angesprochen, worauf keiner schaut. Danke, toller Vortrag und sehr interessant und informativ. Könnte stundenlang weiterhören. Super, Grüße nach Zürich. Ja? Erstmal kurz, bevor ich Fragen beginne. Dann habe ich tatsächlich, also es hat länger gedauert das Mal, aber es gibt schon also zwei Fragen oder eine, zwei im Chat. Christoph Wecht, im Studiengangsleiter vom Management by Design. Die Frage, die gewohnte Sinneinbettung hilft in den meisten Fällen im Alltag beim Überleben. Nehme ich als Design-Ethnologe oder Ethnologin dann bewusst eine Außensicht ein? Kann man da hin und her schalten, beziehungsweise kann man als Design-Ethnologin, Ethnologe noch ein normales Leben führen? Das sind natürlich alle Wissenschaften eigentlich. Ne? Ja, das ist eine super Frage. Aber natürlich, also ist total eine berechtigte Frage. Aber natürlich geht es, sonst würde man ja irgendwie, es ist schon der Frau gesagt, man würde eigentlich in einen Zustand der Verrücktheit geraten, wenn man jetzt quasi nur noch in die Welt, sagen wir jetzt mal, aus einem George Perec aus so einer Perspektive sehen würde, oder? Es sind Experimente, oder? Und wir müssen bewusst damit umgehen, oder? Aber irgendwie, wir kommen ja immer wieder zurück auch in die Normalität, weil die Situation uns ja, und da geht es allen gleich, ob quasi ich jetzt Ethnograf bin oder nicht, die Situation mich eben zwingt, oder? Also ich oder? Auch jetzt, wenn ich hier vortrage, verhalte ich mich in einer bestimmten adäquaten Art und Weise, wie man das als Vortragender tut und überschreite das nicht, oder? Was ja theoretisch auch denkbar wäre, oder? Aber ich tue es nicht, oder? Das heißt, ich halte mich an diese Scripts. Aber es ist auf jeden Fall eine interessante Frage. Und da gibt es ja auch genau vielleicht noch Harold Garfinkel, ein Ethnomethodologe in den 60er Jahren, auch so aus dieser mikrosoziologischen Strömung, der hat damals seinen Studierenden der hat sogenannte Krisenexperimente durchgeführt mit seinen Studierenden. Und er empfahl zum Beispiel seinen Studierenden, zu den Eltern zu gehen und sich konsequent wie Gäste aufzuführen. Oder? Und dann auch zu sehen, was passiert. Oder? Und Gäste heißt natürlich, man klingelt und ist da eine Message? Ja gut, okay, ich fahre schnell weiter. Also man klingt und man verhält sich wirklich genuin fremd, oder? Und das kann man natürlich mal machen als Experiment, aber auf die Dauer kann man es wie nicht durchhalten, oder? Also ja. Wenn ich vielleicht gerade auch noch kurz dazu was sagen darf, mit der Kartografie habe ich das auch, ich habe mich ja länger auch mit dieser kritischen Kartografie beschäftigt und da kommt man ja auch, es wird einem schier schwindelig, ja, weil man irgendwie auch die Orientierung verliert und was das Fazit für mich war dann quasi, dass es wichtig wäre, zumindest einfach dieses Wissen zu vermitteln, dass es diese dass es eine Konstruktion ist, auch wenn man sie nicht immer bewusst hat, aber dass man im Fall darauf zugreifen kann und dass man diese Kritik mit vermittelt oder ja, also im Bildungssystem jetzt konkret. Ich hatte mich damals sehr geärgert, auch und mal gedacht, okay, warum hat mir das niemand gesagt, dass Karten eurozentrisch sind? Man hätte uns ja damit konfrontieren können, was das mit sich bringt. Ja? Und ich glaube, dass das vielleicht so ein Thema ist, das auch noch ein bisschen auf die Frage von Christoph geht. Jetzt gibt es aber noch mehr Fragen. Roland Bosic, ich weiß es nicht genau, wie man spricht, aber zum Leben gehört Sterben dazu. Was gibt uns das Recht, das Sein nach dem Tod zu designen?
Ja, das, ich würde sagen, das ist gar nicht eine Frage des Rechts. Ich würde sagen, das ist eine kulturelle Praxis, die weit, die historisch, menschheitshistorisch weiter zurückgeht als jedes Konzept von Recht, oder? Also Bestattungspraktiken gibt es schon sehr lange, oder? Und die sind ja auch gestaltet, oder? Oder? Ja. Das ist ja eine Form der Gestaltung. Also was tut man mit dem, oder das ist ja der existenzielle Schock eigentlich jetzt für eine Gesellschaft, sagen wir jetzt mal auch unsere Vorfahren, eine vormoderne Gesellschaft, wenn plötzlich eine oder einer der ihrigen einfach tot ist, oder? Oder? Und was tut man dann, oder? Und dann stellt sich ja die Frage, und da wurden bestimmte kulturelle Konzepte, Praktiken entwickelt, oder wie man diesen Übergang dann eben handhabt, oder? Und das wurde ja in gewisser Hinsicht sind das Gestaltungen, oder? Es ist dann immer die Frage, ob man den Designbegriff dazu verwendet oder nicht, oder? Dass man eigentlich da schon von einem Redesign sprechen muss, einfach davon Ja. ausgehen muss, dass es keine natürliche Situation ist. Der Begriff der Natur ist ja sowieso ein sehr problematischer, dass der Mensch immer gestaltet, wo immer er ist und wo immer er etwas tut und handelt. Ja. Ja. Vielleicht so viel, es tut mir total leid, ja, wir müssen leider Schluss machen. Ich hätte auch noch, also zu diesem Thema des Interviews, das immer so, wie soll ich sagen, einen hohen Stellenwert oder so oft hat, was andere Methoden können. Es gibt so ein großes Feld. Ich weiß nicht, wie man da dann mal weitermacht. Also ich denke, wir bleiben sowieso in Kontakt, aber Ja. vielleicht noch eine andere Möglichkeit, das auch in die Lehrveranstaltungen einzubeziehen. Also in dem Sinn, im Namen der ganzen Lunchtime Lecture möchte ich mich bei dir, unserem Gast, nochmal bedanken für den interessanten Vortrag und auch bei den Zuhörerinnen und Zuhörern fürs Dabeisein. Und wichtig zum Abschluss, darf ich noch unser nächstes Lunchtime Lecture ankündigen. Am kommenden Donnerstag, den 6. Mai, ist Susanne Lipitsch auf Einladung des Lehrgangs Food and Design zu Gast. Moderieren wird Marcella Orasco. Das Thema des Vortrages lautet Ausgepackt. Gutes Verpackungsdesign ist Magie zum Anfassen. Ja, also so viel. Bleibt mir eigentlich nur noch, ja, mich auch nochmal zu bedanken und Tschüss zu sagen und ja, in der Hoffnung, dass die Gespräche doch irgendwo weitergehen. Ja, unbedingt. Ich danke auch vielmal, also für die Einladung, Rosita, und auch vielen Dank allen Anwesenden. Es war sehr breit und man könnte in jedem einzelnen Punkt jetzt vertiefen und ja. Ja, also gerade projektgeleitetes Ja. Forschen, das ist ein Riesenthema. Also es gibt da so viel, ja, aber wir müssen Ja, vielen okay. Dank und Vielen Dank. ich klinke mich aus und wir hören uns, sehen uns. Grüße nach Zürich. Ja, Tschüss, vielen Dank. grüß.